Nichtbeachten der Vorfahrt war die Ursache eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntag gegen 14 Uhr an der Kreuzung der Grenzhöfer Straße und des Wieblinger Weges bei Eppelheim ereignete. Eine 85-jährige Pkw-Fahrerin hatte die Vorfahrt nicht beachtet und war mit dem Pkw eines 56-Jährigen zusammengestoßen. Bei dem Zusammenstoß wurden die Fahrzeuge in ein Feld geschleudert und beide Fahrzeugführer sowie die ebenfalls 85-jährige Beifahrerin der Unfallverursacherin schwer verletzt. Nach notärztlicher Erstversorgung an der Unfallstelle wurden diese in verschiedene Krankenhäuser eingeliefert. Ein Notarzt wurde mit einem Rettungshubschrauber an die Unfallstelle geflogen. Beide Unfallfahrzeuge wurden total beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Sachschaden 12.000 Euro.